ein Buch auf dem Kopf. Oder ist das eine übergroße Brille? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Ja, wir sind gerade mit Atrek und noch ein paar anderen hier unterwegs. Hier Atrek, Piep, Timon und Lilly. Wir suchen hier die Katrin. Wir haben gerade ein paar Geister vermöbelt hier, zwei Stück, die hier noch irgendwie rumschwirren. Und ja, irgendwo hier soll Katrin wohl sein. Wir schauen uns jetzt einfach mal um. Die Tür wurde wohl verschlossen. Deswegen... Oh, wait. Im Linkscenter. Wir gehen zuerst nach links. Wie konnte ich das vergessen? Zumindest was das Schreiben angeht, bin ich Linkshänder. Fun Fact, als Kind war ich zu doof, das auszusprechen. Da habe ich immer Linkshändler gesagt. Ja, etwas hat die Tür versperrt. Da war ich immer ein Linkshändler, was auch immer das sein soll. Ja, okay, jetzt lande ich hier. Weiter links. Müsste ja dann auch irgendwann mal hochgehen. Hä? Was? Wir landen immer nur im selben Raum. Sehe ich das richtig? Hui! Wir sind gefangen! Endlos! Juhu! Und in die andere Richtung? Geht es da auch endlos? Nee. Da geht's nicht endlos. Okay. Interessant. Jetzt ist sie also auch nicht. Trauernder Geist. Überraschung. Notwehr. Atemnot. Nee, nicht so gut. Etwas wird damit explodieren. Probieren wir es aus. Seelenfänger klingt eigentlich gut gegen Geister, aber nur. Und spätestens danach sollten wir Atrek wohl mal stärken. Oh. Oha. Oha. Das war ein guter Angriff. Wollen wir herum entern. Der Kampf ist vorbei. Freut mich. Sehr schön. Level Ups. Gut. Wir werden hier mal kurz ein bisschen. Was? Walnuss? Cool. Ich hab ne Walnuss. Gut, wir wollen mal die einfache Mixtur ein bisschen verwenden. Zack, 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 zack. Und gönnt sich ja sonst nichts. Wir haben ja genug. Man hat's ja. Das wird's auch nicht sein, oder? Esse. Oh, ärgerliche geistige Überraschung. Angriff! Kopfnuss! Was hatten wir? Kollapses? In den letzten. Man sieht das immerhin schön groovy. Bam! Bam! Sehr schön. Starke Prüfungen. Okay, dann machen wir den zweiten und den dritten mal fertig. Bep, bep. Hallo, das sollte doch mal langsam niedergehen, danke. Und? Schade. Den Rest können wir wieder schön entern. Der sollte doch jetzt auch langsam zu Boden sinken. Es geht doch, meine Güte, Mann. Aber schönes Hintergrundbild hier. Gefällt mir sehr. Möchte jetzt aber nicht unbedingt den Bauernhof, was wir hier haben. Also eigentlich Falschbild für diese Umgebung. Da hätte sich doch sicherlich was anderes finden lassen.
Aber ja, ist okay. Ist okay. Kampf ist vorbei, freut euch. Schmetterklinge, sehr schön. So, müssen wir wieder jemanden heilen? Ach, wir müssen wieder runter. Okay. Irgendwie die Lilly kriegt am meisten ab. Finde ich jetzt nicht so cool, aber okay. Wenn sie nicht am meisten abkriegen würde, dann würden die anderen ja am meisten abkriegen, von daher. Naja. Gut. Was lässt sich denn hier finden? Außer ein Geldbeutel, den ich nicht nehmen kann, und ein Notizzettel. Sehr schön. Gut. Was gibt's hier oben? Oh. Ich hab ein Bierbuch auf dem Kopf. Oder ist das eine übergroße Brille? Weiß es nicht, aber na gut. Na gut, hier. Und nicht mal den Beutel kann er mitnehmen. Was? Nochmal lesen? Nicht lesen? Hä? Über Empathen und ihren Ursprung ist wenig bekannt. Ja, okay, das also. Ja, das haben wir schon mal gelesen, als wir mit ihm alleine waren. Verstehe. Aber wir haben es an einer anderen Stelle gelesen. Wurde da etwa eventuell einfach ein Event kopiert? Und ich habe mir jetzt die EP für die anderen ruiniert? 666. Oh mein Gott, dieses Geld, es ist vom Teufel. 333. Halfway to hell. War das denn unbedingt nötig? Was denn? Tote können mit diesem Geld ja sowieso nichts mehr anfangen. Wo recht hat, hat er links. Okay. Gut, dann let's go. Und gibt's hier was Schönes? Das war jetzt der Angriff, okay. Bereit zum Entern beim Teutates! Ihr könnt ja auch mal entern. Ja, die kriegt auch gleich 60 Schaden oder so mal drückt. Das ist ja schön. Oder wurden ihr 60 Schaden zugefügt? Mein Partner bei Entern gleich mal gucken. Nee, ihr wurden nicht 60 zugefügt. Naja, was soll's. Ich meine, ich freue mich ja, wenn ich auch mal zur Abwechslung ändern kann. Aber auch nur, weil ich so viele Leute dabei habe. Das ist ja mal eine große Ausnahme in diesem Spiel auch. Sehr schön. Der Kampf ist vorbei. Freut mich. Natürlich. Ich dachte schon, ich hätte jetzt die Truhe von oben runternehmen können, aber nö. Ja, ich habe extra runternehmen gesagt. Ja, bevor hier wieder irgendwelche Witzbolder kommen und out of context ziehen. Nee, nicht mit mir. Zumindest nicht heute. Man könnte auch sagen, heute nicht. Was gibt's hier links? Oh, schön, ein Geist. Ein Geist. Oh. Hab ich dich. Überraschung. Ja, ihr kennt das ja. Wahrscheinlich wird das Spiel auch mehr davon ausgehen, dass man so Sachen wie die Walnuss und so einsetzt. Dass wir ja auch unsere Charaktere mit Items entsprechend verstärken. Ich habe bislang nicht gemacht, ne? Deswegen kann es auch deswegen sein, dass ich vielleicht nicht so overpowered bin. Aber ja, immerhin auch nicht underpowered. Weiß nicht, ich scheue mich halt irgendwie immer, diese Items einzusetzen. Weil ich kann die Spiele nicht einschätzen. Ob das mein Charakter bleibt oder ob der eventuell sogar irgendwann ein Gegner wird oder so. Also
Naja, es fällt mir halt schwer. Ich sag nicht mal so. Freut euch, ja, Level Up. Ich gebe gut Level Ups. Muss man schon sagen. Zack, zack. Menü. Objekte. Krautsalbe, die dreimal verwendet werden kann. So, sehr schön. Da gibt's nichts, da gibt's nichts, da gibt's nichts. Da haben wir jetzt einmal einen Rundgang gleich gemacht, sehe ich das richtig? Ja, jetzt sind wir im Punkt unten links. Den wir von rechts nicht mehr betreten können. Haben wir ja gelernt. Wir haben ja gelernt, dass da traurigerweise mit dem Event geschlampt wurde. Mit dem Teleport-Event. Deswegen ist erstmal safen und dann können wir hier zwar nach rechts laufen, aber von rechts nicht mehr nach links. Spooky! Spooky, spooky, skeleton. Hier geht's an den anderen Ort. So, Angriff! Anton! Trauernder Geist, ist okay. Wir nehmen die Trauer von ihnen. Timon schlägt auf den Gegner. Ja, schönes Schlagen. So Leute, die schlagen aus. Wahrscheinlich ist das Link dann gar nicht Ziel gewesen, sondern auch schon Geist. Oder wir haben irgendeine Essenz erhalten. Interessant. Interessant. Heißt, sind wir wieder hier. Ja, dann können wir uns nochmal Heilung gönnen. Auch wenn wir dafür ein paar Türen knallen müssen. Ach komm, safe ist. So. Oh. Und wir konnten auch wieder ein bisschen in der Wand laufen. Auch schön. In den Keller. Gute Idee. Was? Ich spüre einen Luftzug. Hier hinten befindet sich sicher ein geheimer Raum. Pete, könntest du mal? Na klar. 1, 2 und los. Kinderspiel. Für einen Leader ist dieser Kerl ziemlich stark. Ich sollte ihn lieber nicht ärgern, oder es wird mir genau wie diesem Stück Holz ergehen. Steht da nicht drumrum, los weiter. Und das wird bei Mutter Natur nicht einfach sein. Das ist ein Stück Holz, ja, das wurde hier so ein bisschen gezweiteilt, aber... Okay. Sollte wohl nicht so sein. Eche hoch. Nö. Die Leiter bringt mir leider nichts. Die bringt mir leider nichts. Vielleicht 2. Ärgerlicher und trauernder. Aber ihr kennt das Spielchen. Einfach schön entern. Schlagen wir auf den S1-Roman. Aber wenn hier so viele Geister reinlauern, dann war es schon eine große Familie, oder? Also, ne? Oder wenn es ein Bauernhof war, gibt es ja auch hier Geister. Man weiß es nicht. Wenn es auch Tiergeister gibt, vielleicht war es ja eine Katzenliebhaberin oder so. Wissen wir alles nicht. Hm.
Schlag auf den Gegner ein. Er schlägt ihn quasi kurz und klein. Sehr schön. Ich hoffe, das war der letzte. Ich spüre ihre Präsenz nun ganz deutlich. Okay. Da. Ist Katrin hier? Ich sehe sie nicht. Vergiss es, vergiss nicht, Piet. Sie ist eine Empathin und kann sich deshalb auch in jede Form verwandeln. Vielleicht ist es aber auch nur ein dummer Trick dieser elenden Bestie. Ja, vielleicht ist das nur eine Falle für uns und wir sind auch noch dumm genug, darauf hereinzufallen. Wusste ich's doch. Er hat uns hereingelegt. Nein, das ist Katrin. Sie ist hier, nicht wahr? Katrin, bitte, wir wollen nur mit dir sprechen. Katrin, bist du das? Sie ist sicher stinksauer auf mich. Darum hat sie diese Geister auf uns gehetzt, nicht wahr? Kann sie so etwas? Möglich, aber sie hat es sicher nicht mit Absicht getan. Tim? Katrin? Ihr seid alle hier? Ja, du warst plötzlich weg. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ich... Ja, und ich am meisten. Immerhin ist es meine Schuld gewesen. Du weißt, ich rede viel dummes Zeug, aber ich habe es wirklich nicht so ernst gemeint. Spüre doch euren Unwillen und eure Angst. Ihr fürchtet meine Kräfte doch. Wie kann ich da euer Freund sein? Denke, in letzter Hinsicht irrst du dich. Ich für meinen Teil bin äußerst neugierig. Ich würde nur allzu gerne mehr von deinem Volk erfahren. So, ich bin nur etwas verärgert wegen dieser Geheimniskrämerei. Und ich höchstens verwirrt, weil ich noch immer nicht ganz verstanden habe, was ein Empath ist. Aber ich kann diese Angst spüren. Sie ist in diesem Raum gefangen, überall. Es ist eine Seele, die nach Hilfe ruft. Es ist keine Illusion. Und nun weiß ich auch, woher diese starken Schwingungen kommen. Wieso bist du zurückgekehrt? Ich habe dich nie gebeten, meinen Willen wegen dein Leben zu zerstören. Auch wenn ich es missbilligt habe, haben sollte, wie du es lebst. Dann gibt es noch Hoffnung für dich. Ich weiß nicht, worauf du ansprichst, Patin. Alles, was ich tat, war Schuld gegen Schuld zu begleichen. Nicht mehr. Mein Name ist Katrin. Und auch als Empath ist es meine Pflicht, dich vor jedem schlechten Einfluss zu schützen. Keine Schuld könnte dies hier begleichen. Du bist nicht mein Bewahrer, denn jener wurde ermordet wie alle unsere Ahnen im Tal des Grauens. Du kannst da also nichts einfordern. Aber du musst gereinigt werden. Dies ist meine Pflicht und es ist der einzige Weg, um dich von deiner alten Last zu befreien. Was? Nein, tu das nicht! Ich habe kein Wort verstanden, aber war es gleich nötig, ihn zu töten? Er hat uns immerhin zu dir geführt. Er ist nicht tot, er atmet noch. Ich habe ihn gereinigt, ein alter Brauch meines Volkes. Könntest du uns das vielleicht näher erläutern? Es ist ein Ritus meines Volkes. Früher hatten wir ein Bündnis mit einer anderen Rasse, die damals gegen ihre wilde Natur ankämpften. Nur durch eine vollständige Reinigung von Körper und Geist kann er seine innere Kraft daraus schöpfen und die Harmonie mit der Erde wiederfinden. Sprichst aber jetzt nicht von den Hyänen, die für zahlreiche Tote im letzten Krieg verantwortlich waren. Das gewiss nicht, Tim. Sein anderes Ich ist weitaus frommer als die verdorbene Seite. Als ich ihn zum ersten Mal traf, spürte ich, dass seine Seele nach mir schrie. Anfangs war ich jedoch sehr unsicher. Aber nun bin ich, wo ich ihn wieder traf, konnte ich kaum noch etwas von dem mordlisternden Tier in ihm erkennen. Das ist wohl mein Verdienst. Ich habe eine schwere Herzkrankheit, die diagnostiziert und dementsprechend gehandelt. Aber warum bist du so erpicht, dieser Kreatur zu helfen? Ich verstehe euren Argwohn, doch ich vergewissere euch, dass er weitaus weniger das Monster ist, als ihr zu glauben wisst. Noch nie bin ich einem Geschöpf begegnet, das in seinem Leben so viel gelitten hat. Alles, was ich in ihm spüren kann, sind Kummer und Schmerz.
seiner rührenden Seite zeigt er uns aber nicht besonders viel. Er hat immerhin Marie vor dem sicheren Tod bewahrt und uns zu Katrin geführt. Es ist durchaus möglich, dass da daran etwas wahr ist. Danke, Tim, für deine Zuversicht. Obwohl ich euer Vertrauen gar nicht verdient habe. Schon gut, du hattest bestimmt deine Gründe, und ehrlich gesagt, bin ich froh, dass wir es endlich hinter uns haben. Also... Oh, wieso? Du hast es schon zu lange allein tragen müssen. Nun wird die Bürde nicht so schwer für dich sein. Nicht mehr so schwer für dich sein. Irrtum. Nun hast du nur alles noch viel komplizierter gemacht. Interessant. Jetzt lernen wir endlich die bessere Seite von dir kennen. Ein Schock war? Ein was? So lange habe ich diesen Moment erhofft und nun endlich ist er eingetreten. Du hast den Weg zu mir gefunden. Dieser Part wird etwas überlang, tut mir leid. Ohne Waffen hier. Spart dir deinen Sarkasmus. Für dich würde meine Faust ausreichen. Aber ich tue es um Katrins Willen, nicht. Was? Tue es um Katrins Willen nicht. Also hau schon ab. Ihr wollt also euer Versprechen halten. Ich hab dir doch gar nichts versprochen. Bedank dich dafür bei meinen Freunden. Aber wenn du hier Unruhe stiftest, dann garantiere ich für nichts. Die Tür ist tatsächlich nicht mehr abgeschlossen worden. Was hat diese Empathin ihnen nur von mir erzählt? Ich muss es herausfinden. Er geht nicht automatisch durch die Tür. Vielen Dank. Gut, dann können wir es nämlich speichern. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen auch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wollen wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Eroberung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.